Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, zurück zum Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Nachdem hier nach wie vor noch immer niemand mit der U-Bahn fährt, also die hier im Kreis fährt, werden wir die jetzt anpassen. So, indem hier ebenfalls eine U-Bahn-Station hinkommt. Ist nur noch die Frage, wie genau wir den machen. Warum ist die überhaupt erhöht, wenn keine Straße darunter ist? Ist doch vollkommen bescheuert, oder nicht? Ja, ist doch komplett bescheuert. Schön, machen wir die hier hin. So. Okay, machen wir vielleicht gleich zwei Stationen. Aber nicht an die Oberfläche. Oh Gott, das geht mir doch schon wieder am Arsch. Nein! Oh. Mein Gott, ist das ätzend. Warum kann ich die hier zerstören, wenn ich doch hier sage, Tunnel? So, jetzt geht es nämlich nicht mehr. Das Spiel ist so verbuggt manchmal. Toll. Das ist auch noch heroben. Man kriegt den Scheiß jetzt natürlich auch nicht zu fassen. Boah, ich kann den neuen Teil gar nicht mehr erwarten. Ich habe von dem teilweise schon so die Schnauze voll von... Jetzt macht er natürlich einen Tunnel daher, weil... Ich meine, es ist hier zwar flach, wie manche die Erde halten, ja, aber nö. Nö, er muss einen Tunnel machen. Gut, es steht auch hier auf Tunnel. Gut, mein Fehler. Soll auch mal vorkommen. Aber wenn ich schon auf Tunnel stehe, warum kommt er mit? Oh, wie wäre es, wenn wir einfach hier wieder zurück an die Oberfläche gehen? You fuck. So. So, dann. Jo, die Linie verschwindet hier mal. Und an ihre Stelle tritt eine neue. Mal sehen, ob die besser funktioniert, ob die mehr Leute anlockt. Hoffentlich. Verkehr hier ist in Ordnung. Wir fahren ein bisschen langsam, aber okay. Was haben wir hier für ein Tempolimit? 70. Könnt ihr 70 fahren? Fahrzeit! Go, go, go!
Ah. Sorry, Leute, ihr braucht hier Smart-Häuser, Passivhäuser oder wie auch immer die hier genau genannt werden. I'm sorry. Aber die schauen schon cool aus. Ha. Ich hoffe, so coole Sachen gibt es dann auch im zweiten Teil wieder. Straßenbahnlinie, naja. So viele fahren hier nicht mit. Das ist die... diese gelbe Linie. Ah, okay, da fahren schon ein paar Leute. Schon mal aus hier mit Touristen. Erst, ich habe das weggedrückt, Mann. Boah, ich hasse das so sehr, wenn du irgendwelche Dinge da doppelt anklicken musst, weil das einfach nicht checkt. Bevölkerung, ja, das ist nicht, was wir wollen. Wo ist der Tourismus? Da ist er. Okay, da gibt es einiges für Touristen. Schön. Hier haben wir auch noch freies Land. Was machen wir mit dem hier? Weil nachdem wir das hier nicht brauchen. Wir könnten auch schauen... Na, wenn wir das abreißen, dann müsste das hier irgendwie gesperrt werden. Wobei nicht ganz, weil hier kann man trotzdem noch fahren. So wie der hier. Aber viele sind das natürlich nicht, die hier fahren. Einer. Scheinbar. Die parken hier. Ölindustrie. Completely out of Öl. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was. Für die Großen zumindest. Für die großen Ölfördermaschinen. Die können hier noch ein bisschen was abgreifen. Ansonsten werden wir die mal, verkaufen. Gerade die Kleinen, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr, weil die bringen es einfach nicht mehr. Die fördern nichts mehr. Großer Bohrturm. So, bitteschön, da kannst du fördern. Hm, hier gibt es auch noch ein bisschen was. Aber Füße ist natürlich nicht mehr. Jetzt geht, haben wir wieder ein bisschen Eigenproduktion. Das hält sich natürlich stark in Grenzen. Hin, damit es ein bisschen mehr Ordnung hat. Ja, so viel zur Ordnung. Ne? Mit dem Abbiegen haben sie es immer so. Oh. Was ist denn hier passiert? Entschuldigung. Wenn wir was abgerissen haben. Jesus Maria, was ist denn da los? Was ist das hier für eine Straße? Wo sind wir hier überhaupt? Hier ist der Zoo. Ach, das ist ein neue Viertel. Ah, das ist das neue Viertel, was wir hier gebaut haben. Jetzt geht's da auch schon los mit dem Stau. Junge, die Straße hier ist ja komplett verstopft. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, wir haben hier zu viele Ampeln. Wie viele wollen hier irgendwo abbiegen? Allzu viel, aber okay, LKWs fahren hier durch die Wohnstraßen, das werden wir jetzt gleich mal abdrehen. So, ich habe gesagt, das hier. So, keine LKWs und keine Taxis. Ah, hier kann man das jetzt über die ganze Linie gleich machen, also die ganze Straße entlang.
So, wo sind Commercials? Hier sind auch keine. Dann werden wir das auch hier verbieten. Oh. Das geht aber nicht. Okay, weil da eine Querstraße noch ist. Okay. Was ist hier los? Ich glaube, wir haben hier ein Problem mit der Busspur. Einfach. Weil uns diese Abbiegespur dann hier fehlt. Wir werden jetzt nochmal das umswitchen auf normal. Bitte nicht auf Dundel. So. Stau ist ja erstmal nur hier. Aber das sollte ihnen jetzt mehr Spuren geben und der Verkehr sollte sich hier dann hoffentlich. Warum reißt sie hier ab? But what's the problem? Wahrscheinlich, weil wir den Tunnel oder irgendwas hier gehabt haben und damit die Dings weg waren. Warum sind hier überhaupt... Ach so, weil das ein Altenheim war. Deswegen. Oder? Ja, das sind Altersaltenheime, deswegen. Passt schon. So, hier haben wir so kleinere Häuser. Ja, und schon ist die Straße hier deutlich voller geworden, weil die hier alle abbiegen wollen. Die hier alle raus wollen. Kaum jemand will hier rüber. Ist es vielleicht dann schlau, gerade hier noch abzugraden auf 8 Spuren und zu sagen: abbiegen, abbiegen, abbiegen. Geradeaus fahren und du biegst hierhin ab. Jetzt ist die Frage, wo die Leute denn hinwollen. Okay, es gibt schon ein paar, die auch geradeaus fahren, aber es überwiegend wird abgebogen. Aber das sollte jetzt hier hoffentlich hinhauen. Ist halt die Frage, wo sie hier dann hin... Okay, die wollen natürlich dann alle sich hier einreihen, oder fast alle, weil sie natürlich... da lang fahren wir. Hier geht es ja kaum wohin. Aber der Verkehr teilt sich halbwegs gut auf. Das ist das Wichtige. Warum wollt ihr jetzt auf einmal alle auf die Mittelspur hier wechseln? Egal, habt ihr das haut hin. So, du bist nur Abbiegespur und ihr wechselt... Nee, nee, das stimmt. Passt schon. Ach was, macht es euch aus, wie es wollt. Die, das ist wichtig, dass die hier zur Abbiegespur wird. Junge, Junge, Junge. Wir haben hier schon teilweise ein bisschen zu wenig Puffer. Switchen die jetzt alle auf die rechte Spur, oder wie? Ja, sehr viele leider. Vielleicht sollten wir dann sagen, dass die so fahren können. Das verbessert das Ganze hoffentlich ein bisschen. Ob sich's wohl auszahlen würde, die hier zweispurig zu machen. Aber dann müsste man hier das dann alles anfangen umzuändern und das passt dann nicht mehr so gescheit zusammen. Nee, wir machen hier keinen Abzweig. Nee, 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 das machen wir erstmal fix nicht. Okay, aber der Verkehr erholt sich hier langsam. Es ist zwar immer noch ein bisschen dunkel, aber langsam wird's. Ist doch gar kein Stau, das passt doch hier her. Auf jeden Fall einiges getan. Wo sind hier die nächsten Krematorien? Da oben, okay. Dann werden wir mal
Schauen. Bauen wir hier welche hin. Ja, es ist nur noch hier ein bisschen viel Stau, aber ansonsten funktioniert das hier. Aber wie wär's, wenn wir das so... Geh her da. Machen wir das mal so. Ausfahren. Hier wird nur geradeaus gefahren und hier wird nur abgebogen. Hier auch geradeaus fahren und abbiegen. Hier geradeaus fahren und abbiegen. Ja. Ich denke mal, so kann man das lassen. Blöd, wenn die grün bekommen und dann nicht fahren können, weil die nächste Spur einfach voll ist. Sowas muss man unbedingt verhindern irgendwie. Schon fahrt. Gut, das funktioniert mal wieder, würde ich sagen. Ja, dann löscht's das halt. Wofür haben wir eigentlich eine Feuerwehr, ha? Ist sogar gleich da herüben. Wird sich schon drum kümmern, mein Gott, da ist sie schon. Wow, da rennen viele Leute herum. Volle Züge. Die irgendwie immer sehr lange in der Station stehen. 10 steigen ein. Und da kommt wieder ein Zug. 17 Passagiere. Und die spawnt einfach. Wow, 177. Wow, schöner Austausch. Na, fahr halt los, bleib nicht zu lange stehen. Oh, volles Flugzeug. Leeres Flugzeug, nur 6 Leute. Da werden sie gleich rausströmen. Wow, 200 Leute. Damit die Monorail hier auch einiges zu tun bekommt. Ein bisschen verwortakelt schaut das hier aus, ne? Ist es auch. Schlimm ist das. Schlimm, einfach schlimm. Das ist so schaut teilweise. Und alle einsteigen. Okay, viele sind nicht eingestiegen. Ist der nächste Flieger angekommen. Wieder mit so vielen Leuten. Oh ja. Okay, die Flugzeuge bringen richtig was für den Transport. Oh Mann, da kommen immer viele. Frag mich, wo die dann alle aussteigen. Die Umstiegsmöglichkeiten sind nämlich auch nicht optimal, weil hier gerade bei der Straßenbahn keine Station ist. Das heißt, sie könnten hier aussteigen und müssen dann zu Fuß da rauf marschieren. Oh. Da tut sich schon einiges.
Gut, Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.